Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Unser Körper funktioniert wie eine Frau, nicht wie ein Auto. Ein spannender Titel, der uns einen ganz umfassenden, weiten Blick auf unser ganzes System, auf unseren Körper werfen lässt. Und das machen wir heute mit Alexandra Kotthaus. Sie ist die leitende Ärztin des Biomed-Center Sonnenberg in Schwelbrunn. Sie ist Fachärztin Allgemeinmedizin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Das war für mich so ein ganz spannender Titel, der mich auch neugierig macht. Wir haben dann nur so in ein paar Worten mal darüber gesprochen, was du damit meinst. Und ich freue mich sehr auf deine Ausführungen. Ja, ich habe mir das mal irgendwann ausgedacht, zu sagen, wie erkläre ich jetzt, wie der Körper funktioniert. Wir sind relativ geprägt von einem sehr technischen Denken und suchen immer die eine Ursache. Es wird der eine Antikörper gesucht, der jetzt für die Krankheit den Durchbruch bringt oder das Mittel gegen die Krankheit, also monokausales Denken. Und wenn unser Körper aber monokausal funktionieren würde, dann wären wir schon längst ausgestorben. Und dann habe ich irgendwann fing das mal an, dass ich zu einem Mann gesagt habe, also wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Ihr Körper funktioniert oder wie Ihre Krankheit funktioniert, dann ist das ungefähr so, als ob ich Ihnen sage, bitte versuchen Sie, Ihre Frau zu verstehen. Ja. Okay, das hat er verstanden. Und der Körper hat also viele verschiedene Sicherheitssysteme. Wir sind dafür konstruiert worden, zu überleben und uns selbst zu heilen. Und ursprünglich mal nicht auf fremde Hilfe dafür angewiesen zu sein. Das heißt, wir haben doppelte Böden im Körper. Und wir haben sehr, sehr viele Stoffwechselwege, die ineinander greifen. Es gibt viele Substanzen, Stoffwechselprodukte, die zu ganz verschiedenen Produkten auf- und abgebaut werden. Wir haben ja diese essentiellen Aminosäuren, aber der Großteil der Aminosäuren, der kann vom Körper bei Bedarf selber hergestellt werden, auch wenn wir die jetzt mal nicht jeden Tag zu uns nehmen. Und mit ganz vielen anderen Sachen ist es auch so. Wir sterben nicht sofort an einem Vitamin-D-Mangel. Da macht erstmal unsere Abwehr schwächer. Also man stirbt nicht an einem Vitamin-D-Mangel, sondern an den Folgen. Ja. Also allein das schon. Man stirbt an den Folgen und nicht direkt daran. Also auch das ist ein doppelter Boden, auch wenn das keine optimale Versorgung für den Körper ist und verschiedene andere Folgen hat, dauert es in der Regel Jahre, bis man daran stirbt. Aber man stirbt nicht direkt daran. Auch ein Vitamin B12-Mangel ist A, relativ weit verbreitet, B, stirbt sich nicht so leicht daran. Sondern erstmal kriegen wir vielleicht eine Blutarmut, das Nervensystem funktioniert nicht mehr so gut, das Immunsystem funktioniert nicht mehr so gut. Aber bis wir daran sterben oder an den Folgen der Folgen der Folgen sterben, da dauert das was. Also eigentlich ist unser Körper ein absolut intelligentes Wunderwerk. Und wenn ich das jetzt so mit einer Frau vergleiche, dann bedeutet das vielleicht auch, an dem einen Tag sagt man das und das zu einer Frau und die reagiert so. Und 3 Wochen später sagt man genau das Gleiche und die reagiert völlig anders. Okay. Ne? Und so ist es doch beim Körper auch. Ich habe das früher auch immer so gemacht, aber irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr. Immer wenn ich Magenschmerzen hatte, hatte ich vielleicht Kamillentee getrunken, aber jetzt funktioniert das nicht mehr mit dem Kamillentee. Ja, da ist irgendwas anders geworden, aber irgendwas, was wir nicht sehen oder was wir nicht wahrnehmen. Und deswegen finde ich den Vergleich vielleicht ganz passend und auch ein bisschen lustig. Ja, das stimmt. Und wir sind eben einfach keine Maschinen und wir sind auch eben keine Autos. Wir können auch nicht ein Gelenk wechseln wie ein Reifen. Unser Körper ist komplett vernetzt miteinander. Jedes System ist mit jedem System vernetzt. Und die meisten Nervenfasern laufen vom Körper zum Gehirn. Die Zahlen, die ich kenne, reichen auseinander. Zwischen 80-95% der Fasern laufen vom Körper zum Gehirn und versorgen das Gehirn mit Informationen. Und nur der kleinste Teil macht dann, dass ich winken kann. Spannend, ja. Ja, und diese Nerven im Gehirn ist alles miteinander vernetzt. Jetzt
Am Anfang, also vor 20, 30 Jahren, habe ich da auch mal was gelesen mit, oh, die Zähne werden den Organen zugeteilt. Und dann habe ich gedacht, oh, hört sich ja spannend an. Und der andere Teil in mir sagt, stimmt das wirklich? Ist das nicht ein bisschen absurd? Und dann sagt man, ja, das sind die Meridiane, das liegt auf dem, der Zahn liegt jetzt auf dem Lebermeridian. Und mittlerweile ist es gar nicht so ein Hokuspokus. Das ist der Nervus trigeminus, der geht in den Hirnstamm, liegt neben dem Vaguskern, die beiden kommunizieren miteinander und der Vagus geht dann zum Organ. Und die Architektur ist perfekt organisiert. Also die wachsen nicht willkürlich, die Nerven ineinander, sondern es ist immer der gleiche Zweig vom Trigeminus innerviert den gleichen Zahn, verschaltet sich an der gleichen Stelle mit dem Vagus, der dann in das gleiche Organ geht. Und wenn mal was schief geht in dem Bauplan oder im Mutterleib, dann haben wir vielleicht mal Finger, die zusammengewachsen sind, aber wir haben nicht den Daumen an der Stelle. Ja. Also, das gibt es dann wiederum nicht. Wir sind bis ins kleinste Detail eigentlich perfekt organisiert. Und wenn ich jetzt die Hüfte rausnehme, kann es auf andere Organe sozusagen auch Folgen haben. Wir sind kein Ersatzteillager einfach so. Wir können das nicht so einfach nur ein Teil betrachten oder nur ein Teil. Auch an einem Organ hängt ein Körper. Ja, das also wieder mal erstens eben immer wieder die Ehrfurcht, die ich schon gesagt habe, vor unserem Körper. Und eben auch diese ganz, ganz hochspezialisierte Medizin, die sicher ihr Gutes hat, aber eben so viele Dinge handhabt, eben wie man kann das auswechseln. Man denkt auch, ja, beim Gelenk ist nicht so tragisch, da wechselt man einfach aus und so. Aber was da zusammenhängt, eben auch mit dem ganzen System, das ist wirklich vielleicht ein bisschen aus dem Bewusstsein gerutscht mit dieser ganzen Spezialisierung. Und was hat das für dich jetzt persönlich für Konsequenzen in deinem Arbeitsalltag? Also kommen Menschen zu dir, die haben vielleicht ja, ein künstliches Gelenk und Probleme, dann kann man da nachher im Nachhinein das auch wieder, wie soll ich sagen, dem System wieder die Hilfe geben? Ja, da kann man eine Menge machen. Da kann man eine Menge machen. Also auch für den, der schon das künstliche Gelenk hat, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Manchmal ist ganz wichtig, erstmal zu gucken. Also ich war ja auch bei den Operationen dabei, wenn eine Hüfte gemacht wird oder ein Kniegelenk gewechselt wird. Aber ich habe nicht gesehen, dass der Chirurg geguckt hat, ob die Beine vorher und hinterher gleich lang sind. Ja, ich habe jetzt mal angefangen mit solchen Sachen. Und dass man da einfach die Statik wiederherstellt. Man kann mit Neuraltherapie was machen. Also da sind schon noch eine Menge Sachen, die man machen kann. Aber man kann auch einfach vorher ansetzen. Also Motoröl fehlt, kippe ich Motoröl nach. Ganz so einfach ist es bei uns eben nicht. Ne? Auch Osteoporose, dann kippe ich einfach Calcium nach. Ne? Osteoporose, am Röntgenbild sehe ich wenig Calcium, also kippe ich Calcium nach. Und das funktioniert nicht. Das Calcium landet eher in den Gefäßen, als dass es im Knochen landet. Gibt sich schlauen Bioärzte, die geben K2. aber zu K2 gab es lange keine Studien. Jetzt gibt es auch Studien dazu. Und die sagen, naja, K2 ist wie die anderen K-Vitamine auch ein Stoff, der die Blutgerinnungsfaktoren fördert, dass die gebildet werden. Passiert wahrscheinlich in der Bioszene nichts, weil die meisten noch Vitamin C und OPCs und so mit dazu nehmen, was dann wieder dagegen wirkt. Aber sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit sein. Und wenn man eine vernünftige Portion Grünzeug isst, dann ist man damit auch gut versorgt. Sehr gut. Ich habe mir gestern heute noch Zahlen zu K-Vitamin angeguckt. Also das ist relativ leicht, auf eine angemessene Menge K2 zu kommen, wenn man sich gescheit ernährt. Und das andere ist eben, jetzt bleiben wir mal mit dem Knochenbeispiel, ne? Weil das ist ja das Typische. Ja. Osteoporose kriegt man Calcium. Ich hatte einen Anatomieprofessor, der hat uns zwei Knochen gezeigt, die er präpariert hat. Und das ist mir damals schon so imposant im Kopf geblieben. Den einen Knochen hat er entkalkt und den anderen Knochen hat er enteiweißt. Den enteiweißten Knochen, der eigentlich dann also nur noch überwiegend aus dem Kalk bestand, den hat er uns nur vorsichtig gezeigt. Den durften wir nicht anfassen. Der wäre zerbröselt. Okay. Den entkalkten Knochen, den hat er rumgehen lassen. Das war quasi ein Gummiknüppel. Ja, also der war elastisch, biegsam, da hätte man draufhauen können. Der ist nicht kaputt gegangen. So. Das ist der entkalkte Knochen. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Der entkalkte Knochen ist wie ein Gummiknüppel.
Okay, aber der kann gar nicht brechen. Ja, aber da entspricht ja jeglicher... Wenn es das Problem wäre. Ja. Das heißt, wenn ich eine Osteoporose habe, ein Knochen, der das Kalzium nicht mehr einlagert oder zu viel rausgeschmissen hat, der muss noch auf ganz anderen Ebenen ein Problem haben oder eine strukturelle Störung als nur ein Kalziummangel. Also eine Osteoporose ist kein reiner Kalziummangel. Das ist viel komplizierter. Das ist sehr, und das meine sehr ich mit spannend. Frau und Auto. Ja. Ja. Ja, und dann das Schlimmste ist dann noch Milch trinken, oder? Ja. Ja. Also Grünzeug hilft dem Knochen, auch weil es, ne, also die basischen Sachen natürlich lösen weniger raus, wenn wir viel übersäuert sind. Ja. Dann wird das Calcium als Pufferbase rausgenommen. Auch die Schulmedizin weiß, gebe ich zu lange Zeit, zu jahrelang die Protonenpumpeninhibitoren, die Magensäureproduktion blocken, dann habe ich ein höheres Osteoporoserisiko bzw. Entkalkung des Knochens, weil der Körper eben auch über zu viel Magensäure sich selber wieder basisch macht, weil der Körper gibt zwei Teile Magensäure ins Magenlumen ab und dafür ein Teil Base ins Blut. Und das geht vor. Blut soll im richtigen pH-Wert sein. Das ist so und auch spannend. Das ist ein doppelter Boden vom Körper. Ja. Ne? Also nehme ich dem die Magensäureproduktion weg, anstatt die Ursache zu behandeln, habe ich weniger Basenproduktion im Körper, dann sucht er sich den anderen Weg. Dann holt er sich eben das Kalzium aus dem Knochen. Und kannst du vielleicht einfach das auch nochmals kurz erläutern, weshalb das Milch, dieses Kalzium nicht geeignet ist, weil da scheiden sich immer die Geister noch, weil ich kenne immer noch Menschen. Es ist ja egal, ob ich also das Kalzium aus Milch nehme oder anderes Kalzium, es landet nicht im Knochen. Ja. Ne, ich nehme es zwar auf, aber es landet nicht im Knochen, weil das nicht das Hauptproblem ist. Es kann in den Gefäßen landen und Milch macht zusätzlich noch ziemlich sauer und macht dann, also es ist null die Kalzium. Bilanz von Milch. Aber wie erklärst du dir, dass sich das so hartnäckig hält? Auch von Ärzten zum Teil noch empfohlen wird. Ja, weil wir lernen doch nicht über Gesundheit. Also nochmal ganz deutlich, es ist mal schön, wenn es in der Werbung heißt, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aber die Sachen, die dann frei verkäuflich sind, das weiß kein Arzt. Das sind Fragen oder Sachen, die kann kein Arzt oder Apotheker beantworten, weil wir das nie lernen. Ich habe im Studium gelernt, okay, man braucht Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Wenn man sein Pathologiebuch richtig gelesen hat, dann war auch schon vor mehreren Jahrzehnten, dass da Östrogene als Verursacher und Schwermetalle und Lösungsmittel und weißes Mehl und weißer Zucker, also zu viel Industriekost als Auslöser für viele Erkrankungen mit da drin standen. Aber das sind die Pathologen. Das sind ja nicht die, die mit den Klinikern kommunizieren und die an der Front arbeiten. Und die an der Front arbeiten, die haben meistens so einen hohen Workload, die haben gar keine Zeit zum Denken. Ja, und junge Ärzte, die werden da so reingeschmissen, die können gar nicht mehr, sagen wir mal, nach links und rechts schauen und noch andere Dinge mit reinnehmen, ja. Aber ich glaube, das muss ja dann auch irgendwann, zeigt sich ja, dass diese Dinge nicht, sagen wir mal, befriedigend behandelt werden können. Da müssten doch eigentlich auch andere Ärzte ein bisschen aufmerksam werden. Wie erlebst du das? Ist da schon ein bisschen mehr Offenheit oder? Nicht so viel. Es ist eher, dass es, ich habe das Gefühl, es klafft eher extremer. Ein Teil ja und ein Teil wird noch extremer. Ja. So, das ist meine Wahrnehmung. Weil was mich persönlich einfach auch immer wieder erstaunt, dass wirklich nach wie vor so auch in anderen Bereichen, wo es auch wissenschaftliche Studien gibt, immer noch Empfehlungen ausgesprochen werden oder sagt, nein, das spielt keine Rolle oder eben immer noch dieses Milch. Ich kenne jemanden, eine ältere Dame, die sagt, ich mag einfach das Milch trinken nicht. Und dann sage ich, ja, lass das um Himmels Willen. Und dann sagt sie, aber der Arzt hat gesagt, sie müssen jeden Morgen Käse oder Milch und so, eben wegen dieser Osteoporose. Aber wir lernen ja nichts darüber. Wir lernen nichts über Ernährung. Vielleicht ein bisschen was, aber das sagt man aus Interessenskonflikt gesteuert. Und wir lernen aber nicht, wie bleibe ich gesund, wie erhalte ich Gesundheit, wie stelle ich Gesundheit wieder her. Das ist nicht Teil unserer Ausbildung. Wir haben Basiswissen, Physiologie und Biochemie. Das ist im Gegensatz zu dem, was ein Biochemiker lernt, rudimentär, absolut rudimentär, was ein Arzt darüber lernt. Eine Schande eigentlich. Und das war's.
Ansonsten lernen wir, wie man mit Medikamenten oder Operationen Krankheiten. Ja, behandelt ist ja das falsche Wort. Also behandeln heißt ja eigentlich noch was, ne? Ich benutze meine Hände. Ja. Aber so ganze Mikronährstofftherapie, wird das nicht auch ein bisschen angeschaut? Oder ist das Ganze, hat das keinen Platz, oder? Nee, es gibt manchmal einen B12-Mangel, es kann einen Eisenmangel geben und Vitamin C ist auch nicht schlecht. Also ich meine, da hört es dann auch grob auf, dass man in der, dass da irgendwie, also Mitochondriopathie ist, gibt es so in dem Sinne nur als Erbkrankheit. Aber wie kamst du denn dazu? War es einfach so, dass du gesagt hast, ja, mir reichen diese Dinge nicht, diese Antworten, oder ich suche nach anderen Lösungen, oder war es irgendwie, sagen wir, ein gravierendes Ereignis? Nee, es war bei mir eigentlich umgedreht. Ich wollte schon, bevor ich Medizin studiert habe, eher in den alternativen Sektor. Und habe aber gedacht, ich möchte, dass andere aber auch von der Pike auf lernen. Und will wirklich wissen, ob das stimmt oder nicht. Und sicherlich gibt es auch eine Phase, dass man nicht alles für falsch hält, was man dann lernt. Und dann auch. Aber ich sag mal, die Zeit, wo ich im Krankenhaus angefangen habe, Ende der 90er waren, ne, meine ersten Krankenhauserfahrungen, und definitiv aus dem schulmedizinischen System ausgestiegen bin ich 2017 und habe bis dahin oder bis 2016 habe ich noch freiwillig Dienste in der Neurologie, also Notfalldienste gemacht im Krankenhaus. Und das, mein Ex-Chef hat mich angefragt, ob ich nicht irgendwie Lust hätte, das zu tun, und habe da tatsächlich Ja gesagt. Und ich habe aber auch gesehen, dass in dieser Zeitspanne, ne, wo ich gearbeitet habe, dass Komplikationen schlimmer geworden sind. Dass Patienten anfangs dann, ja, das hat man so mitgekriegt, ja, die müssen so aufpassen, oder wenn älterer Mensch dement ein bisschen, ne, verwirrt wird, dann kann er auch mal, muss man auch mal an einen Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung denken. Und dann zum Ende hin war das so, die hatten immer alles. Die hatten nicht mal einen Harnwegsinfekt als Komplikation, sondern die hatten den Harnwegsinfekt und dann die Lungenentzündung. Und dann habe ich einfach schon in diesem Zeitraum gesehen, die Menschen sind viel schlimmer krank. Und die Sachen, die man als Arzt im Krankenhaus macht, die funktionieren immer schlechter. Wo ich auch bei Patienten die Tendenz sehe, mit Autoimmunerkrankungen oder andersrum mit Erkrankungen, die man schulmedizinisch mit immunsupprimierenden Medikamenten behandelt, dass da immer schneller zugegriffen wird, weil immer mehr die Möglichkeiten ausgehen. Ja, oder eben einfach, weil ich glaube, da einfach die keine Idee darüber ist, wie man das behandeln könnte, oder? Nein, das, ja, aber das weiß ich. Ich bin eben nicht so gestrickt, ja, ne, dass ich da, also ich habe mich immer gefragt, was ist die Ursache? Und wenn ich einfach denke, dass, also es müssen ja mehr, bis der Körper krank wird, müssen mehrere Systeme gestört sein. Ne? Also es reicht, ein Mangel irgendwo reicht nicht, um zu einer Krankheit, also es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man sagt, wenn der Mangel jetzt ein gewisses Maß überschreitet, ja, dann wird man krank. Aber man weiß ja auch jetzt, Menschen, die lange fasten, die sterben ja auch nicht davon. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, hey, das ist eine total gute Sache, aber bin ich ein bisschen kritisch. Aber ist mal ganz faktisch gesehen, stirbt sich nicht so schnell. Und damit sich es aber doch schnell stirbt oder man schlimme, böse Erkrankungen kriegt, müssen mehrere Sachen im Busch sein. Und das ist eben nicht die eine Ursache. Und das ist eben vielschichtig. Oder um jetzt mal im Jargon der Bioszene zu bleiben, oh, das Quecksilber ist so böse. Ja, natürlich ist Quecksilber böse. Ich muss jetzt das Quecksilber raus. Und wie holen Sie mir jetzt mein Quecksilber und das Amalgam raus? Höre ich auch ab und zu wieder. Ja, wissen Sie, oder ich habe eine Quecksilbervergiftung, aber ich hatte nie Amalgam. Ja, ich sage, das ist häufig, messe ich ganz viel bei ganz vielen Patienten, und die hatten alle nie Amalgam, und die Jüngeren haben es ja auch Gott sei Dank nicht mehr. Deutschland pumpt irgendwie 35 Tonnen Braunkohle jedes Jahr in die Luft, was da für Quecksilber drin ist. Wir experimentieren mit Quecksilber seit 400 Jahren. Wir haben eine ungeheure Anreicherung. Durch die Industrialisierung, durch die Technik, durch die Kommunikationstechnik brauchen wir einzelne freie Metalle.
die sich dann mit dem Müll und mit dem Schrott und durch andere Industriemaßnahmen fein in der Umwelt verteilen. Und da ist nicht mehr so, wo habe ich das jetzt her? Wir haben es alle. Und wir haben nicht nur Quecksilber. Der eine hat mehr Quecksilber, der nächste mehr Blei, der andere mehr Cadmium. Arsen und Nickel finde ich auch eigentlich fast immer. Und das ist ein Gemisch. Wir haben nicht nur ein Schwermetall, was uns Probleme macht. Aluminium. Ja, wir haben Xenoöstrogene. Wir haben Lösungsmittel. Wir haben Nahrung, die mehr aussieht wie Nahrung, als dass sie welche ist. Das ist also immer ein Vielstoff oder ein Problem, ein multikausales Problem. Ja, je kränker ich bin, an so mehr Stellen muss mein System gestört sein. Und das, was wir einfach machen, wir greifen an mehrere Stellen an. Wir sind wie der Fischer, der an mehreren Stellen sein Netz repariert, damit das wieder funktioniert. Und deswegen, manchmal muss man nicht die Ursache der Ursache der Ursache. Es gibt halt häufiges ist häufig und seltenes ist selten. Und ne, wir haben unsere üblichen Verdächtigen. Und wenn wir da ansetzen, den üblichen Verdächtigen, auch den Viren, anderen Pathogenen, den Nährboden zu entziehen, den Körper sauber zu machen, das Immunsystem aufzupimpen und das vielleicht auch nicht ausschließlich orthomolekular sehen, auch die Leber braucht Zuwendung, der Darm braucht Zuwendung. Und auch die Seele braucht mal Zuwendung. Dann können wir an ganz vielen Sachen ansetzen und der Körper kann dann wieder ganz viel von alleine. Ich habe manchmal die Diskussion, Diagnose. Welche Diagnose habe ich denn? Ab und zu schreibt ein Patient, muss ich sagen, okay, ups, ja. Dann der Sekretärin, es war total nett bei Frau Kotthaus und sie hat mir ganz viel erzählt, aber irgendwie weiß ich nicht, welche Diagnose ich habe. Weil ich gar nicht mehr in diesen Kategorien denke. Es gibt ja die Idee, also ich meine, wir sind ja drauf programmiert, in Diagnosen zu denken, weil damit müssen wir abrechnen. Aber die Diagnose ist ja eigentlich nur ein Name für einen Symptomkomplex in der Regel oder ein Syndrom meinetwegen. Aber die Idee bei vielen Menschen ist, wenn ich eine Diagnose habe, dann ist auch klar, wie die Behandlung auszusehen hat. Ja, dann kann man diese Schublade aufziehen. Das ist Schublade. Ja. Und das stimmt einfach ganz oft nicht. Mhm. Und dann gibt es eben Diagnosen, die sind auch schulmedizinisch nicht behandelbar. Aber klar, als Psychiater weiß ich auch, das kann eine ganz große Entlastung. Oh, ich habe eine Diagnose. Oh, ich habe eine eine Schwäche. Ne? Ja, gut, das ist so, da bin ich fast schon auf einer Symptomebene mit. Das ist nicht die Ursache, sondern da muss trotzdem die drüsigen Organe, auch die Bauchspeicheldrüse, habe ich viele, die so ein bisschen schlapp auf der Bauchspeicheldrüse sind. Aber wenn ich die entgifte, mit einer körperfreundlichen Ernährung versorge, dann kann ich auch die drüsigen Organe schon auch wieder regenerieren. Das ist selbst da anzusetzen, würde ich noch nicht mal als Ursachenbehandlung ansehen. Aber wenn du mir das jetzt so sagst, dann finde ich das wirklich so wunderbar und so umfassend. Das ist auch eine Detektivarbeit, aber wenn ich dann vergleiche, wie viel Zeit oder wie wenig Zeit den Ärzten für einen Patient, fürs Gespräch zur Verfügung gestellt wird, von der Krankenkasse zum Verrechnen, dann muss ich sagen, ist es eigentlich glatt unmöglich, im normalen medizinischen System so zu arbeiten? Oder wie siehst du das? Ja, deswegen tue ich es ja nicht mehr. Ja, ja, ganz klar. Es ist, es gibt Ärztinnen, die das machen, Allgemeinmedizinerinnen, die an der Front kämpfen. Und da gibt es auch im Ärzteblatt veröffentlichte Untersuchungen zu. Die verdienen viel weniger Geld, die reden viel mehr mit dem Patienten, was nicht bezahlt wird. Die verordnen viel weniger Medikamente, die verursachen viel weniger Kosten im Gesundheitssystem und haben oft zufriedenere Patienten. Aber es wird nicht vergütet. Das, was die eigentlich leisten, diese Arbeit, das wird nicht vergütet. Und ich hatte halt den Zwiespalt, ich konnte das nicht mehr, ich konnte nicht mehr so arbeiten. Ja, ja. Wenn ich habe in einer Praxis gearbeitet, wo ich sehr viele Hausbesuche gemacht habe. In dem Gebiet waren, das war so leicht ländlich angehauchtes Gebiet mit sehr vielen Heimen und Beatmungsheime, das ist auch was, wo man sagt, das ist, die Patienten ziehen wahnsinnig viele Komplikationen an, kriegen wahnsinnig viel Antibiotika und
dann muss man halt, ja, dann gibt es eben Angehörige, die sind bereit, selbst in die Tasche zu greifen und nach der Antibiose vielleicht wenigstens mal ein Probiotikum zu geben. Aber natürlich dann das Gefühl, man hat das Wissen, was man alles machen könnte und kann das nicht durchsetzen. Ja. Sondern das konnte ich nicht mehr für mich vereinbaren. Und ins Altenheim zu gehen, muss man diskutieren. Ja, der Patient denkt leist immer mit dem Zucker. Ja, ich sag, aber irgendwo ist Schicht am Schacht, was ich mit dem Insulin und mit den Medikamenten machen kann. Wenn ihr ihm jeden Morgen ein Toastbrot mit dick Quark und Konfitüre und einem Milchkaffee, wo Zucker drin ist, gebt, ist er Schicht am Schacht. Das kann man nicht einfach mit Medikamenten wegtherapieren. Und das ist was, das kann ich nicht. Ich konnte das nicht mehr. Und dann so viele Ideen zu haben, was man da machen kann und andererseits da, wo Offenheit herrscht, ja, oder zumindest für eine kleine alternative Therapie. Ich hatte auch eine ältere Dame, die ist die 20 Meter von ihrem Zimmer bis zum Gemeinschaftsraum immer eingeschlafen auf den Sitzmöglichkeiten, die es da geht. Die habe ich mit ein bisschen orthomolekularen Sachen, konnte die dann doch wieder am Leben teilnehmen. Ich will jetzt nicht sagen gesund werden, weil einfach dann ein anderes Therapiekonzept oder gesünder werden hingehört hätte. Ja, aber das konnte ich nicht mehr. Ja. Habe ich gedacht, entweder ich mache es jetzt ganz anders, ich wechsle den Ort oder den Beruf. Ja. Schön hast du den Beruf behalten und bist jetzt an einem Ort, wo das wirklich ganzheitlich angeschaut ist. Mal wieder sehr eindrücklich. Vielen Dank, Alexandra, warst du bei uns. Danke, Silvia. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Ja, man sieht wieder mal die Komplexität unseres Körpers, unseres Systems. Und ich habe wirklich großen Respekt vor Menschen, die da wirklich alle Ebenen mit einbeziehen und den Menschen wirklich so zu einer ganzheitlichen Gesundheit verhelfen. Ihnen alles Liebe, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.